Heute geht es um das dritte C und das dritte C heißt Clarity, was so viel heißt wie Reinheit. Hast du gewusst, aus was eigentlich so ein Diamant besteht? Er besteht eigentlich aus Kohlenstoff. Das bedeutet, der Kohlenstoff ging durch eine Metamorphose, also unter ganz hohem Druck und unter einer großen Hitze hat er sich verwandelt, dass ein Diamant daraus entsteht. Und in diesem Verwandlungsprozess kann es auch passieren, dass halt in der Kohle noch andere Kristalle mit drin waren und es gibt dann so Einschlüsse und die beeinträchtigen die Reinheit eines Diamanten und somit auch den Wert. Aber auf der anderen Seite sind es genau diese Einschlüsse oder auch die Risse, die entstehen können bei der Abkühlung, die Echtheit eines Diamanten beweisen. Und das finde ich eine faszinierende Tatsache. Es gibt ja künstliche Diamanten oder es gibt echte Diamanten und sie können so ein bisschen zerkratzt werden und man kann die Außenseite wieder polieren. Aber ein echter Diamant, der leuchtet von innen und das verliert er nie, während ein synthetischer irgendwann die Leuchtkraft abnimmt. Auch das ein wunderschönes Bild für unser Leben. Und wenn es jetzt um Reinheit geht, da gibt es in unserem Leben ja so viele verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel unser Körper und Dinge, die wir mit unserem Körper tun, die uns verunreinigen. Also zum Beispiel alle möglichen Süchte und so weiter und so fort. Oder es gibt auch Dinge in unserer Seele, wo unsere Seele verunreinigt wird. Nur zum Beispiel schon, wie wir über uns selber denken. Und diese Dinge wiederum beeinflussen unser geistlicher Zustand, also unsere Leuchtkraft sozusagen. Vor 3 Jahren ungefähr war ich mit meinem Team an einer Frauenkonferenz und eine der Sprecherinnen hat ihre Message mit folgendem Statement eröffnet. Sie hat gesagt, hey, ich glaube, hier drinnen gibt es Frauen, sie verstecken sich wie eine Zweijährige. Weißt du, wie eine Zweijährige sich versteckt? Sie hält die Hände vor die Augen und denkt, niemand sieht sie. Und dieser Satz hat mich sowas von getroffen. Ich wusste genau, das bin ich. Obwohl ich jetzt schon mehrere Jahre auf der Bühne bin und vor vielen Menschen spreche und mich auch ziemlich wohl darin fühle, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich immer noch mir das Gefühl gebe, man sieht mich doch nicht ganz. Ich bin noch etwas geschützt in meinem Versteck. Und ich habe auf einmal realisiert, dass dieses Verhalten möglicherweise meine Erscheinung, also meine Aufgabe, mein Ministry, mein Team beeinflusst. Am Abend, beim Nachtessen mit meinem Team, habe ich gesagt, hey, lieben Frauen, das war ich, die Zweijährige, die sich versteckt. Das bin ich, es tut mir sehr leid, weil ich realisiert habe, dass ihr möglicherweise davon einiges mit abbekommt, auch die Art und Weise, wie ich mein Ministry leite, und das tut mir echt leid. Ich habe mich auch bei Jesus entschuldigt und gesagt, Jesus, es tut mir leid, dass ich immer noch nicht bereit war, einfach mich ganz zu sein, einfach mich ganz auch zu zeigen, und das tut mir echt leid. Ja, ich habe realisiert, dass es Einfluss haben könnte auf mein Ministry und auf meine Mitmenschen, auf die Art, wie ich einfach bin. Aber ich hätte nie gedacht, dass es meine Beziehung zu Jesus beeinflusst. Ein paar Tage später habe ich zum ersten Mal gespürt, dass wie wenn Jesus mich umarmen würde, und zwar direkt. Im Gegensatz vorher hatte ich immer das Gefühl, es wäre wie wenn ich einen dicken Wintermantel angehabt hätte. Und dieses Erlebnis hat mich tief beeindruckt, was es zum Thema Reinheit bedeutet. Und ich möchte uns einen Bibelvers vorlesen. In Matthäus 5, Vers 8 steht: Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Diesen Bibelvers habe ich gekannt schon vorher, aber ihn mal in diesem Zusammenhang zu sehen, hat mich tief berührt. Und vielleicht gehörst du jetzt auch zu denen, die realisieren, hey, stimmt, hier habe ich etwas oder da habe ich etwas, da sind negative Gedanken in meinem Leben, da sind Süchte in meinem Leben. Und wenn du heute möchtest,
dass diese Dinge wegpoliert werden in deinem Leben durch die Kraft von Jesus, dann darfst du dich gerne folgendem Gebet anschließen. Und wir sind hier, Jesus, und ich sage, gerade jetzt habe ich bemerkt, dass es Dinge in meinem Leben gibt, in meinem Gedanken, in meinem Körper, die unrein sind. Und ich bringe sie zu dir. Und ich sage, Jesus, vergib mir diese Dinge, weil ich realisiere, sie trennen mich von dir und deiner Liebe. Ich gebe sie dir und ich bitte dich, dass du Herr bist über meinem Leben, über diesen Bereichen. Und ich bitte dich auch, dass du kommst und meine Gedanken erneuerst und mir hilfst, auch mich anders zu verhalten. Jesus, ich danke dir, dass du alles möglich gemacht hast, dass ich rein sein kann. Amen. Hey, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!